Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Wir gehen in Kapitel 3 heute rein, welcher auch zeichnerisch oder von grafischen her, vom Aussehen her meiner Meinung nach die beste Welt ist. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Aber erst einmal... Mario und seine Freunde öffneten die Tür zu einer Reise ins Ungewisse. Die Worte Merlés über die anderen beiden Helden klangen noch in ihren Ohren. Würden sich diese Helden in der neuen Welt befinden? Und falls nicht, wo dann? In der Zwischenzeit wurde die Leere am Himmel über Flippstadt immer größer. Die Hoffnungen der Welten ruhten auf den Schultern unserer Helden. Es galt, das nächste reine Herz zu finden. Kapitel 3-1: Wenn Nerds angreifen. Uh-oh. Alles aber keine Nerds. Oh ja, die Mucke geht ja aber mal sowas von ab. Und ihr seht schon, warum ich diese Welt so geil finde. Einfach an dieser Pixel-Art-Grafik, keine Ahnung was. Hierhin führt diese Tür also. Das reine Herz muss wohl irgendwo in der Nähe sein. Ich kann es spüren. Es muss in der Nähe sein. Aber wo? Nun, ich... Ah! Vom Feinsten! Ich habe diesen super seltenen Pixel-Schmetterling gefangen. Meine Freunde auf... Ach nö, wie ich das hasse. Lepidoptero.ner werden aus dem Häuschen sein. Ich muss alle nach Hause bringen. Ich darf die neue Folge der... Ach nö. Krokos Chroniken. Nicht verpassen. Dem digitalen Mir-Aufnahmegerät vertraue ich da nicht. Die Serie ist vom Feinsten. Geil. Ein Chamäleon entführt Tippi. Ja, schöne Scheiße, gell, Wurfowitz? Wow, eine Entführung zum Verzweifeln, so etwas mit ansehen zu müssen. Dieser schockierende Moment spielte sich direkt vor meinen Augen ab. Das war es jetzt wohl für dieses Pixel. Jetzt, da dieser schräge Vogel Konrad sie hat. Ja, dann würde ich mal sagen, das muss für heute gut sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, schön gemacht, das war's, morgen ist nichts mehr. Ciao! Okay, okay, wir machen schon weiter. Aber was war das in diesem Gebüsch? Wow, 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 wow! Ein Pixel! Wer ist der denn? Ein Freund des Pixels, das gerade entführt wurde? Mhm. Es ist schon tragisch, wie sie sich da gerade geschnappt hat. Also, wer sie sich da gerade geschnappt hat? Das war Konrad. Er ist ein Nerd. Vielleicht sogar der nerdigste aller Nerds. Er sammelt Schmetterlinge. Und dann noch eine ganze Menge anderer Sachen. Bekommt er etwas in deine verschwitzten Griffe, ist alle Hoffnung verloren. Seine gesammelten Schätze stapelte in einem Fort. In einem Fort. Ein Nerdparadies. Erzähl mir mehr davon. Du möchtest wissen, wo sich Fort Konrad befindet? Mhm. Das befindet sich in Kapitel 3-4. Ich meine, wenn du diesen Weg ewig folgst, wirst du das Fort am Ende finden. Du willst doch nicht etwa in die Nerdhöhle eindringen und sie retten, oder? Doch. Sieh mal. Niemand mag es, wenn einem das Pixel entführt wird. Aber dieser Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der ist gemeingefährlich. Ist doch mir wurscht. Du bist es trotzdem versuchend. Ach, das ist ja richtig herzergreifend. Dann lass mir dir ein paar Tipps auf die Reise geben. Hörst du zu? Gut. Hier kommen drei wichtige Tipps. Behalte sie im Gedächtnis. Erstens. Löcher nicht reinfallen. Zweitens. Nee, Quatsch. Ach, geil, selbst den Witz verkackt. Ein paar Typen ohne jede Klasse befinden sich in der nahegelegenen Burg. Dorthin durchzukommen ist nicht einfach. Allerdings ist es eine sehr alte Burg. Zudem spielt das rote X eine zentrale Rolle. Vergiss das nicht. Und nun zu meinem zweiten Tipp. Hast du die Clowns in der Burg hinter dir gelassen, kommst du an ein Meer. Dort lebt ein gruseliges Meerungeheuer. Es ist wirklich riesig und schlecht gelaunt.
Nimm dir den roten Arm des Monsters vor, so kannst du es vielleicht besiegen. Und hier ist nun der letzte Tipp. Sobald du das Meer hinter dir gelassen hast, wirst du einen riesigen Baum finden. Auf der anderen Seite befindet sich eine große Schlucht. Die Schlucht zu überqueren ist kein einfaches Unterfangen. Halte Ausschau nach dem roten Wind. Er wird dir bei seiner Überquerung hilfreich sein. Okay, alles verstanden? Gut, und sei bitte vorsichtig. Solltest du es tatsächlich schaffen, sie zu retten, komm bitte zurück und berichte mir, wie du es geschafft hast. Ja geil, wir haben keinen Scanner-Pixel. Stattdessen haben wir hier eine Bombe. Okay, scheint, als ob da nichts weiter drin wäre. Okay. Auch hier ist nichts weiter, ja dann. Das war natürlich genial vom Feinsten. Aber selbst die Blöcke haben hier diesen... Oh, na super. So. Das da kommt mir sehr bekannt vor aus Super Mario World. Da gab es doch auch so eine... Ah, okay. Es hagelt nur so die Punkte. Das ist wunderschön. Nur allerdings, wenn man da zu viel von macht, dann verliert man, glaube ich, auch wieder Punkte. Dann gibt es Minuspunkte. Und einen Minuspunkt. Das bedeutet eine Wurst. Und in dieser Röhre muss was drin sein, wenn hier schon so ein Wendeblock ist. Und da ist ein Speicherblock. Na gut, es kann natürlich auch hier oben was sein. Dann schauen wir mal. Eine Tür. Und was befindet sich hinter der Tür? Ist es das Tor 1 oder vielleicht auch das Tor 2? Oder das Tor 3 vielleicht? Nö. Ach, herrje. Hätte ich echt schon hierher gewollt? Oder ist es jetzt einfach bloß... Naja, egal. Klack, das war meine Wasserflasche. Oh je, Mine. Okay, ich bin anscheinend ein bisschen schneller gewesen, als ich wollte. Naja, egal. Ein Goomba. Anscheinend haben wir hier nichts weiter. Dann springen wir einfach mal hier mit diesen Simple Jumps, die allerdings ein bisschen leichter funktionieren als... Ja, was ist hier? Nix. Dann nehme ich einfach dich, Kumpel. Nehme ich einfach dieses Ding hier. Alter. Verschwinde du mal und dann kriegst du das, was du verdient hast. Eine Bombe. Mit dieser Bombe werden wir die Schätze, naja, in die Luft jagen, wollte ich sagen. Und ich will an diese Karte da hinten. Komme ich da vielleicht mit Peach besser dran? Tatsache, ich komme mit Peach da hinten besser ran. Nun denn, also, hier haben wir die schöne Pixelwelt. Und damit meine ich jetzt nicht diese Viecher, die hinter uns herfliegen, sondern wirklich richtige Pixel. Du hältst eine Superfangkarte. Klappt fast immer. Wie gesagt, fast. Wow, und ich komme da nicht weiter vorbei. Okay. Das ist schade. Aber wisst ihr was? Dann würde ich, bevor wir hier jetzt noch groß weiter rumfackeln... Noch einmal zurückgehen, weil ich glaube, der Stern sollte so ein Wink mit dem Zaunpfeil für den richtigen Weg sein. Deswegen ich jetzt wieder zu Mario wechsle, der leider in der Rangordnung nur der zweite Man ist. Also lebt damit gefälligst. Eine rote Röhre. Will ich da rein? Nee, oh, aber wir haben hier ein paar... pixelige Dinger. Oh nein, welcher bist du?
Nein. Alter. Perfekt. So. Jetzt ist die, Frage... Nein! Nein! Das war der! Oh, scheiße. Der, wo mich... Ja. Der, wo wie eine Rückzugsröhre funktioniert. Na, super. Also schön. Aber wir lassen uns die Motivation nicht nehmen und gehen gleich wieder zurück. In Kapitel 3 minus 1 ist gleich 2. Dann kann sich die Tür bitte ein bisschen schneller malen. Danke, ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. So's. Aber mit diesem ganzen Sus und nicht zu vergessen im wunderschönen Sees, aber auch in allererster Linie dem tollen Saas. Oh, ein Cooperblatt. Nehme ich dankend an. Haben wir sonst noch irgendwas in der Richtung? Okay, hier ist die Dingenskirchen, aber da oben ist doch das, was hier... nein, ich speichere nicht. Oh, da hinten haben wir aber... Da hinten haben wir einen, Dingenskirchen. Naja, ihr... wisst schon, ne? Ich habe selber vergessen, wie dieses Item heißt. So, du Kackbuhn. So. Schade. Schade, hat nicht zu mir gereicht. Okay. Da hinten also, ha? Hä? Na, wollen wir doch mal. Wo kommen wir jetzt? Untergrund. Oh nein, wo ist Wurfowitz? Wurfowitz? Alter. Okay, was haben wir hier drin? Einen Donnerzorn. Ah, verwende einen Pilzmix. Scheiße! Items. Haben wir irgendwas? Das gibt's doch nicht, dass ich kein Heil-Item habe. Okay, Action-Kommando. Na, dann schütteln wir mal die Wii-Fernbedienung, um euch hier mal alle ein bisschen, ne? Okay, eine weitere Röhre. Na, da habe ich mich ja bestens vorbereitet, könnte man sagen, ne? Das alles nur, um da hinten an ein blödes Item zu kommen. Oh, ich kann eigentlich gleich nochmal die Rückzugsröhre nutzen. Und damit dann, ne, ihr wisst Bescheid. Mir Items zu holen. Tja, das passiert, wenn man hier Dingenskirchen... Wenn man, wenn einem Tippi vor der Nase entführt wird. So, jetzt bin ich bloß mal gespannt, wie wir da oben hinkommen sollen, weil das ist doch auch nicht ohne Grund, oder ist es erst für Post-Story interessant? Schrägstrich relevant. Okay, Mario. Alter, da wird doch irgendetwas dabei sein? Nee. Dann hoffe ich einfach mal, dass hier irgendwo in der Nähe ein Dingenskirchen ist. Ein Pilz oder sowas in der Art. Aber der müsste eigentlich stets am Ende des Kapitels auftauchen. Okay, das Item da hinten haben wir schon. Und was da sonst noch so ist, müssen wir halt abwarten. So, na. Komm. Einmal wieder den riesen, dicken, dicken Mario zeichnen. Also ich sehe schon wieder, dieser Part wird ein bisschen Überlänge haben. Und zwar unnötig Überlänge.
Oh, ein Level Up! Jawoll! Ui, als wäre das geplant gewesen, ne? Okay, schauen wir mal. Ist hier noch irgendwas? Nein. Zumindest nichts Sichtbares. Oh oh. Was zum... Was? Ach du Scheiße, das war ja diese. Ah, ich glaube, da muss ich jetzt... Muss ich mich da einfach bloß dreidimensional drehen? Ich glaub's fast, ne? Ätschi, Bätsch. Ah, jawohl, jetzt können wir dir hier Paroli bieten, du. Okay. Jetzt sind wir gespannt, wer gewinnt, Mario oder der Koopa? In riesig, selbstredend, ne? Alter, der Koopa ist ja riesiger. Ah, aber der dicke, dicke Riesen-Mario gewinnt. Ich hätte es auch abwarten können, oder? Was steht hier? Ach Gott. Lass dich zwischen die roten Röhren fallen. Und hier ist ein Knöpfchen. Ah ja. Wow, ich bin mir sicher, das hätten wir auch vorher nicht machen können. Einmal kurz im dreidimensionalen... Alter, da oben ist auch nochmal was. Achso, nee, das waren Plattformen, die ich nicht zerstören konnte oder zerstört habe. Ich konnte. Ich hätte es zwar gekonnt, aber... Naja. Na? So, hier wäre dann auch schon wieder Ende. Und nix in den Dingern drin. Schade, dass die Sendung mir nicht helfen konnte. Ich bin Dietmar Schwarz und wir sehen uns bei der nächsten Episode von Schal, dass diese Sendung mir nicht helfen konnte. Arschloch. Da müsste ich dich jetzt eigentlich in die Luft jagen. Und da würden dann schon einige wieder ein bisschen Tenor machen. Na? Scheiß Tag ab, Goomba. Verschwinde. Danke. Naja, gut. Dann müssen wir halt... Dann müssen wir halt wieder hier rein. Und dann darüber und dann darüber. Und wenn ihr wissen wollt, wer in, oder was in der Welt Ruber und Gruber ist, Schrägstrich sind, Part 3. Also die... Yay! Wir sind jetzt in 1-2 aus Super Mario Bros. Just for the points. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Naja. Nehmen wir, glaube ich, noch mal ein paar Münzen mit, oder? Ein Ei. Ein großes Ei, das 12 KP und Vergiftung heilt. Nun gut, auch nie verkehrt. Okay, ihr wollt nicht. Na dann. Du fliegst da auf jeden Fall schon mal. Ey. Darüber. Okay, ich bin euch los. Yippie! Haben wir hier drin irgendwas versteckt? Ich hoffe es doch mal sehr. Einen Pilz. Apokalypse eben, ne? Und jetzt muss ich natürlich aus Prinzip schauen. Haben wir da die Warp-Welt? Können wir uns... Leute, ich glaube, wir können uns sogar da wirklich... Ach, nee. Auch bloß nur, dass es hier ist, wa? Oh, da ist doch was. Oh. Ich glaube, hier wäre ich auch so oder so rausgekommen. Naja, egal.
So. Ein Baum, noch ein Fußballspieler, ha? Huh? Aber ihr spielt auch hier in die Richtung, habe ich so den Eindruck, ha? Huh? Dann gehe ich mal da in die Röhre rein. Wo komme ich da raus? Ach so, hier vorne. Ach, das andere Ding wäre nur eine Abkürzung. Na, das ist auch schön zu wissen, ne? Nachdem man, was weiß ich, wie viele tausend Jahre diese Spiele schon hat. Oh, hier könnte man aber auch locker ordentlich Punkte machen. Ja, ihr erledigt euch einfach mal gegenseitig, hätte ich gesagt, oder? Digga. Hier müsste doch auch irgendwo... Stopp! Ja, du, das hier ist die Bowserburg. Und seine Mürrischkeit mag es nicht, wenn Truppen oder Typen wie du hier rumlaufen. Ich werde jetzt eine neue Nase verpassen mit meinem Panzer. Auf geht's, Jungs! Ja! Na, das gefällt mir doch. Jetzt geht's rund. Na, dann wollen wir doch mal, ha? Schauen, wie rund es hier. Kugelwilli! Und natürlich die obligatorischen Kanonen! Warte mal, rotes X? Ah, hier ist Sackgasse oder was? Da würde ich doch mal sagen, weil es da so auffällig rissig ist, weil da ein rotes X ist. Bomben! Bombenprank! Autsch! Ah! Wurde meine Burg gerade in die Luft gejagt? Das darf doch nicht wahr sein. Hey! Dieser Bart kommt mir bekannt vor. Mario und Prinzessin Peach. Mario, Mario, Mario. Jedes Mal. Wie oft bist du eigentlich noch hier eindringen und alles vermasseln? Ah. Oh, nee. Jetzt müssen wir gegen dich kämpfen, oder was? Anscheinend ja. Aber dieses Mal begibst du dich in die Welt des Schmerzes. Dieses Mal ist es hier für dich jetzt ein für alle Mal. Okay. Also gut, wir müssen anscheinend gegen Bowser kämpfen. Am besten lassen wir ihn auf Kawumso fliegen. Der dürfte eh so ungefähr doppelt so viel... Oh, das war's schon. Der dürfte eh ungefähr... Nein, ich hasse Mario. Das ist einfach nicht fair. Mario. Bist du in Ordnung? Ja, ja. Ah, Prinzessin Peach. Meine entzückende Gattin. Deine Gattin? Bitte? Willst du mich veräppeln? Wie kannst du diesen Tag nur vergessen? Dieser Schwindel war keine Hochzeit. Was machst du überhaupt hier, Bowser? Was soll ich denn das wissen? Ich war in der Burg des Grafen eingesperrt. Und dann plötzlich rums und die Lakaien kamen in diesem Feld. Und ich, genauso wie ich, wieder zu uns. Wir haben dann diese Burg gefunden und ich habe beschlossen, dass dies ein passender Ort für mein neues Hauptquartier ist. Nun, Bowser, weißt du, wir brauchen deine Hilfe. Wieso schießt du uns dich nicht uns einfach an? Einen Moment, was? Knickwitz hat uns nur verheiratet, damit dieses dunkle Herz die Welt zerstört. Mhm. Genau, und deshalb musst du uns auch helfen, die reinen Herzen zu finden. Nö, dazu habe ich wirklich keine Lust. Wenn du mich bitten würdest, könnte ich mal darüber nachdenken. Aber diesem Typen hier mit der Popelbremse helfe ich nicht.
Für diese Kindereien haben wir keine Zeit. Komm schon, Bowser, bitte. Aber ich bin Bowser. Der großartige, einzigartige Endgegner, der sehr bald die Welt unterjochen wird. Diesem Mario helfe ich auf keinen Fall, der durchkreuzt mir jedes Mal meine Pläne. Bitte, nur für mich. Nein, ich will nicht. Aber, wie war das? Wenn der Graf erfolgreich ist, gibt es keine Welt mehr zu regieren? Ja. Und was geschieht wohl mit deinen Lakaien, die sich der Graf geschnappt hat? Sie haben eine Gehirnwäsche erhalten. Sie gehorchen jetzt ihm und nicht mehr dir. Willst du, dass sie sich für einen anderen grausamen Meister quälen? Aber, wieso? Also gut, dann mache ich eben bei dieser blöden Sache mit. Zufrieden? Vielen Dank, Bowser, du kannst hier richtig süß sein. Ich bin nicht süß! Die Rettung irgendwelcher Welten kümmert mich nicht. Ich tue es, damit ich eines Tages über alle herrsche. Bleib also auf Distanz, Mario. Schon gut, Bowser, du süßer Kerl. Bowser hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Kontrollierst du Bowser, drücke auf dem Steuerkreuz nach unten, damit er Feuer spuckt. Verwende diese effektive Attacke, um Gegner aus dem Weg zu räumen. König Bowser! Eure Mürrischkeit verlassen uns? Was? Ja, Lakaien, haltet die Burg bis zu meiner Rückkehr. Euer neues Hauptquartier ist bei uns in besten Händen, König Bowser. Es scheint, dass Graf Knickwitz einige eurer Lakaien eine Gehirnwäsche unterzogen hat. Sie werden da wohl gezwungen, euch anzugreifen. Und da solltet ihr kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch verteidigt. Wir würden ja gerne mitkommen und helfen, aber wir würden sicher nur im Weg stehen, nicht wahr, eure Boshaftigkeit? Zeigt es diesem Grafen! Ja, dieser feine Schnösel schreit ja geradezu nach einer Abreibung. Lang lebe König Bowser! Wir werden euch vermissen, eure Grießkämmigkeit. Party! Lakaien? Dann mal los. Holen wir uns dieses wertvolle Herz. Oder wie es auch immer heißt. Los jetzt! Yeah, also. Dann schauen wir uns mal ganz kurz den Bowser an. Der hat nämlich doppelt so viel Angriff wie alle anderen Charaktere. Jetzt muss ich trotzdem Mario herausholen und einmal kurz in die 3D-Perspektive wechseln. Hier ist nix, das ist Spitze. Und ich sage nach fast 30 Minuten Ende des Kapitels. Geil!